Herr Stettler, die Medikspraxen gelten eigentlich als Hausarztpraxen. Was hat dann die Spezialistin oder der Spezialist für eine Rolle in diesem Spiel? Also wir Spezialistinnen und Spezialisten sehen uns als Ergänzung zum Angebot der Hausärztinnen und der Hausärzte. Wir alle miteinander bieten eine umfassende Betreuung. Wir machen Medizin für die ganze Familie. Wenn man einen verstauchten Fuß hat oder verkältet ist, geht man zum Hausarzt. Für Pillenverschreibung oder in der Schwangerschaft kommen zu uns Gynäkologinnen. Und wenn das Kind krank ist, kann man im gleichen Haus gerade zum Kinderarzt. Das alles können wir nur bieten mit einem gut zusammengestellten Team von Hausärzten und Spezialisten. Jetzt ganz konkret, wie profitiere ich als Patient von dieser Zusammenarbeit? Als Patient profitieren Sie natürlich von einem grossen Wissen. Von einem grossen Wissen von einem ganzen Team. Das medizinische Fachwissen ist in der Zwischenzeit enorm und wird immer grösser. Und wenn Sie hier bei uns Patient sind, profitieren Sie davon, dass wir ein Team sind und zusammenarbeiten. Jetzt gelten ja Ärzte nicht unbedingt als die, die immer gerne miteinander zusammenarbeiten. Wie funktioniert denn das konkret bei Ihnen? Also bei uns, wir wären ein gutes Beispiel für das Gegenteil. Es funktioniert sehr gut. Bei uns ist ganz klar, der Hausarzt hat die Fäden in der Hand. Er koordiniert die Betreuung. Er entscheidet mit dem Patienten, mit der Patientin zusammen, ob Spezialist oder Spezialistin zugezogen wird. Und dann geht das oft sehr unkompliziert. Manchmal tun wir nur schnell telefonieren, eine Frage stellen. Manchmal kommt der Kollege oder eine Kollegin ganz schnell rein, etwas anschauen, zum Beispiel einen Ausschlag, wo ich nicht sicher weiss, ob das etwas ist, wo man muss weiter abklären oder nicht. Das funktioniert sehr gut. Jetzt haben wir aber viele Köche verderben den Brei. Führt das nicht zu viel höheren Kosten? Also bei uns wäre dann der Chefkoch der Hausarzt, der das Ganze managt und koordiniert. Der schaut auch dazu, dass es keine Doppelspurigkeiten gibt. Also er schaut, dass man nicht zwei, drei Mal das gleiche Labor bestimmt, das schon gemacht worden ist. Und das spart natürlich Kosten. Außerdem ist es dann manchmal bei uns so, dass man gar nicht zum Spezialist muss, wenn man etwas Einfaches und Unkompliziertes schon direkt bei uns hier untereinander miteinander klären kann.